So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic mit unserem imperialen Agenten. Und nur so als Hinweis, ich spiele den imperialen Agenten inzwischen auch privat. Deshalb nicht wundern, dass ich hier jetzt auf einmal in einer Gilde bin. Mal schauen, wir sind jetzt Kapitel 3 mit dem imperialen Agenten und mal gucken, ob wir heute das Kapitel 3 durchkriegen. Wie viele Planeten sind denn das jetzt noch? Drei? Ungefähr, ne? Naja, wir fliegen erstmal nach Drum und Cass. Beim letzten Mal haben wir ja das Schattenarsenal aufgehalten. Und, ich hab Post. Interessiert uns jetzt aber gerade nicht. Habe ich das Schattenarsenal aufgehalten und ja, vielleicht gibt es dafür jetzt eine Belobigung oder so. Wäre cool. Na komm, Junge, gib mir Bild. Dankeschön. So, ich muss wahrscheinlich erstmal wieder hier aus dem blöden Raumhafen raus, ich mal wieder Schnellreise nehmen kann. Moin Miorias. Huch. Boah, ey, Kamera ist heute wieder voll vor dem Wind. Mal wieder. So, darf ich jetzt bitte Schnellreise nutzen und gespannt sein, was der imperiale Geheimdienst uns zu sagen hat? Ich weiß es nämlich selbst nicht mehr. Ey, die Kamera ist echt wieder Bombe. So, natürlich habe ich das Falsche gewählt. Kommt davon, wenn man nur mit Ziff spielt, ne? So, dann lasst mal hören. Gibt's jetzt eine Belobigung für mich? General Rakton und Darth Baras bitten um zusätzliche Agenten. Relais an Station 7. Aktualisiere taktische Pläne. Ich habe drei Tüftler auf Nevota, die evakuiert werden müssen. Die Horchposten sind erledigt, aber fahrt bitte fort. Die Beobachter werden die Nachbesprechung mit eurem Team machen, während ihr auf den Aufseher wartet. Mir ist gerade mal so aufgefallen, dass wir noch den falschen Gefährten haben. Ich muss dann mal wieder zum Story-Gefährten gleich wechseln. Ja. Ihr haltet sozusagen alles am Laufen. Manchmal fühlt es sich so an. Ich bin oberster Wächter und permanent auf der Basis eingesetzt. Sir, die Operation Königsfolger braucht euch. Ich muss gehen. Wir sprechen uns sicher noch. Jo, vielleicht. Ich muss erstmal. Nee, das war hier rüber. Kalio war immer. Wirklich? Seid ihr euch sicher? Bin schon da. Nee, kommen wir nicht mehr, Hector. Vector, nicht Hector. Vergesst. So, Vector.
Rektor Hillis, kommt mit mir zur Nachbesprechung. Wir singen euch ein Lied von unserer Reise. Aber in der Haupthalle ist die Akustik besser. Okay. Das hier ist nicht mehr mein Büro, aber der Aufseher hat zu tun und ich finde, wir sollten uns unterhalten. Es ist schon lange her, Agent. Wir haben uns seit dem Tag der Vernichtung nicht mehr gesehen. Der Aufseher sagte mir, dass ihr zum Geheimdienstminister befördert wurdet. Ja, meine Frau sagt, das Amt passt gut zu mir. Scan abgeschlossen, keine Abhörgeräte gefunden. Sendemodus, weißes Rauschen, 10 Minuten und dann Schluss. Wir wollen ehrlich miteinander sein. Ich weiß von den gestohlenen Dateien, ich weiß, dass ihr eure Gehirnwäsche bemerkt und euch davon befreit habt. Und ja, ich war verantwortlich dafür. Wusstet ihr, dass Aden Koth mich gesteuert hat? Ich war seine Marionette. Das war ein unglückseliger Umstand und so nicht geplant. Die Sith wollten euch unter Kontrolle bringen. Ihr habt Darth Yadus überlebt. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihr euch erneut jemandem vom Rat der Sith widersetzt. Die Programmierung war eine Vorsichtsmaßnahme und wenn ich sie nicht zugelassen hätte, wärt ihr längst tot. Ich werde niemandem verraten, dass ihr inzwischen frei seid. Total dämlich. Wir haben uns nur Yadus entgegengestellt, weil der gegen das Imperium war. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns auch gegen anderen Sith sagen, yo. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Total dämlich. Also ich fand das damals schon dämlich. Die Republik besaß das Passwort. Woher hat sie es erhalten? Das ist in der Tat eine gute Frage. Der SID hätte die Gehirnwäsche-Codes des Imperiums niemals erfahren dürfen. Und Aden Koth Fähre wurde verlassen im Raum gefunden, ohne jegliche Daten zu eurem Schattenarsenal. Und unseren Unterlagen zufolge gibt es keine Beweise, dass ein Agent namens Hunter jemals existiert hat. Ja, wunderbar. Das sind ja beste Voraussetzungen hier jetzt. Warum sollte ich mir sowas ausdenken? Und wieso würde mein ganzes Team dabei mitmachen? Ich zweifle nicht an eurer Geschichte. Euer Hunter oder sein Auftraggeber manipuliert diesen Krieg für seine eigenen Zwecke. Es muss jemand sein, der Zugang zu den Ressourcen der Republik wie auch des Imperiums hat. Dieser jemand hat Aden Koth euer Passwort verraten. Wir müssen herausfinden, wer das war und warum. Was für eine Person könnte so die Fäden ziehen? Beim Imperialen Geheimdienst und dem SID? Ganz zu schweigen von den Jedi und den Sith. Wir sollten erst dann Theorien diskutieren, wenn wir Fakten besitzen. Zum Glück ist die Spur noch nicht kalt. Gestern hat ein Mann, auf den Hunters Beschreibung passt, eine Fähre zur Asteroidenkolonie Isen 4 bestiegen. Und vor 9 Stunden haben wir diese Nachricht erhalten. Imperiales Flottenkommando, hier spricht Abgeordneter Omana Track von der Minenkolonie Isen 4. Wir haben eure Siege in diesem Sektor verfolgt. Wir nehmen zwar weiterhin Flüchtlingstransporte auf, aber unsere Verteidigungssysteme sind minimal und unsere Bevölkerung besteht zu 90% aus Zivilisten. Wir können uns keine Konfrontation leisten. Laut Gesetz der Republik habe ich die Befugnis, Bedingungen zur Kapitulation auszuhandeln. Wir fahren gerade alle Waffensysteme herunter. Unsere Streitkräfte werden morgen dort eintreffen. Wir wissen nicht, ob die Kapitulation der Kolonie etwas mit Hunter zu tun hat, aber ich will, dass ihr ihm auf den Fersen bleibt. Egal, womit ihr versucht, mich abzulenken. Ich vergesse nicht, was ihr mir angetan habt. Nein, aber ihr braucht meine Hilfe, um unsere Feinde zu finden. Wenn ihr fertig seid und immer noch Rache wollt, findet ihr mich hier. Dann rechnen wir eben ein andermal ab. Aber jetzt muss ich erstmal einen abtrünnigen SID-Agenten schnappen. So, Reise nach Isen 4. So, mit dem Agenten, mit dem Minister müssen wir später abrechnen. Wir müssen jetzt erstmal unser Imperium retten.
So, dann ab auf die Raumfähre und mal gucken, was uns auf Isim 4 erwartet. Wahrscheinlich Republikaner. So, im Übrigen sind hier die Illuminaten am Werk, ne? Jemand, der Zugriff zur Republik und zum Imperium hat. Irgendeine übergeordnete Macht, die über alles steht. So, schwupps. Und einmal rein da. So, wo ist denn jetzt Isim 4? Da. Die republikanische Minenkolonie im imperialen Raum? Ist das wirklich so eine gute Idee? So, gucken wir mal, was hier los ist. Also, die Party scheint ohne uns angefangen zu haben. Alles in Ordnung? Ja, ja. Im Moment ist noch alles in Ordnung. Vector. Ah, ne. Hier nicht. Hier müssen wir längs. Hier wartet der Tod und die Strahlen der Sterne scheinen hindurch. Stehen bleiben, Abschaum! In mein Haus setzt kein Imperialer einen Fuß! Eure Kolonie hat aufgegeben. Die Republik wird euch nicht schützen. Und ihr glaubt, dass ihr mich bedrohen könnt? Sagt mir, was hier los ist. Verdammter Abschaum! Jemand hat die Koloniesteuerung sabotiert. Es fing 2 Stunden nach der Kapitulation an. Zuerst der Bahnunfall, dann die Luftfilter, dann die Dekompression. Attentäterprotokolle in den Sanitätsdruiden. Wir gaben auf. Warum habt ihr das getan? Wer immer dahinter steckt, es war niemand von uns. Aber wer dann? Beruhigungsmittel verabreicht. Tödliche Überdosis möglich. Ja gut. Wenn es nur möglich ist, da geht's ja noch. So, ich mache mich mal ganz kurz weg. Er singt sein letztes Lied. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ich muss wissen, ob ihr einen SID-Agenten gesehen habt. Codename Hunter. Was? Der SID? Er ging zur Koloniesteuerung, bevor der Kontakt abriss. Ich weiß nicht, ob er es rausgeschafft hat. Aber jetzt ist alles abgeriegelt. Niemand kommt vorbei an... Niemand kommt vorbei an was? Wo ist die Koloniesteuerung? Kann nicht. Kann einfach nicht. Wir sollten gehen. Wir sollten den Verantwortlichen finden. Naja, im Prinzip kennen wir den Verantwortlichen ja schon. Unser Hunter, wie immer. So, hallo? Guten Tag. Ich muss hier mal eben durch. Da ich ja nun auch den Agenten mal privat angefangen habe, weiterzuspielen. Also bis auf die Story jetzt natürlich, ne?
kann ich jetzt deutlich besser mit ihm umgehen, wie ihr vielleicht merkt. Also meine anfänglichen, ich kann mit der Klasse nicht umgehen, war im Prinzip nur eine Übungssache. Und inzwischen kann ich mit der Klasse eigentlich recht gut umgehen. Zumindest auf dem Baum Treffsicherheit. Wie es mit den anderen Bäumen ist, keine Ahnung. So, macht euch mal weg hier. So, dann haben wir schon mal die Bonusmission geschafft. Ich nehme mir das mit. So, was ist hier jetzt nun? Identifizierung. Systeme der Koloniesteuerung ausgeschaltet. Code eingeben. Fernzugriff läuft. Dieser Apparat ist ein Parasit, der an der Koloniesteuerung sitzt. Falls Hunter hier war, sollten wir unsere Vorgesetzten verständigen. Kolonie Isen 4 ans Hauptquartier des Imperialen Geheimdienstes. Sichere Verbindung. Hier spricht Ziffer 9. Es gibt hier so ein seltsames Gerät. Ziffer 9? Ich habe euren Bericht erhalten, aber wir können euch kaum verstehen. Was geht da vor? Hunter habe ich nicht gefunden, nur seine Spuren in der Steuerzentrale. Ich bin mit dem Kommunikationsrelais der Kolonie verbunden. Es gibt da eine seltsame technische Störung. Die Tüftler werden nicht daraus schlau, aber ich kann sie abschalten. Ihr seid mir gefolgt. Ihr habt mir die Kontrolle genommen. Das finde ich nicht nett. Na, macht nichts. Ich bin ohnehin schon lange weg. Das Massaker habe ich eigentlich nur veranstaltet, weil es sich so gehört. Ah ja. Wart ihr zu Ardenkoth auch so schnippisch? Oder macht ihr für mich eine Ausnahme? Für den SED habe ich versucht, mich zu benehmen. Aber wir sind jetzt unter uns. Da brauchen wir nicht brav zu sein. Nicht, dass ich etwas gegen diesen Ort hier hätte, aber wenn man einen Krieg anfangen will, muss man die Räder schmieren. Wenn die Republik erstmal hört, dass das Imperium Tausende von Kolonisten abgeschlachtet hat, die sich bereits ergeben hatten, ist es vorbei mit den friedlichen Lösungen. Warum soll dieser Konflikt blutiger werden als nötig? Ich mache den Krieg ganz genauso blutig wie nötig. Ich muss jetzt gehen und lauft mir nicht wieder hinterher. Ziffer 9. Ohne eure Anonymität lebt ihr nämlich nicht mehr lange. Und ich kann eure Operationen ganz öffentlich machen. Verflixt. Ich konnte ihn nicht zurückverfolgen. Ich hole alles aus den Geräten, was ich kann. Aber er hat leider vollkommen recht. Die Überlebenden sind ein Problem. Diese Leute haben sich bereits ergeben und sie sind halbtot. Die machen keinen Ärger. Sobald bekannt wird, was geschehen ist, werden andere Welten rebellieren, die wir besetzt haben. Wächter 7 und 9 überlegen sich eine Strategie. Sie empfehlen, dass ihr die Überlebenden auf Isen 4 beseitigt, damit niemand von dem Massaker erfährt. Eigentlich sollten wir uns die Leute zunutze machen. Die Kolonisten stellen für uns eine wertvolle Ressource dar. Wir müssen sie nur unter Kontrolle halten. Also, ich könnte euch die Koordinaten der größten Ansammlung von Lebensformen geben. Vielleicht könnt ihr mit ihnen verhandeln. Aber ich muss die Todesschwadronen bald entsenden. Euer Ruf ist vielleicht gefestigt, aber meiner nicht. Die umzubringen wäre ja, es wäre für uns ein Schuldgeständnis jetzt. Aber, wir könnten ihnen erklären, dass wir das nicht war und sie vielleicht auf unsere Seite ziehen. Beziehungsweise sie würden denen der Republik dann sagen, das war nicht das Imperium. Deshalb die jetzt zu töten, macht's alles nur noch schlimmer. Da wir ja immer noch loyal gegenüber dem Imperium sind,
vor dem Imperium auch so gut wie möglich helfen. Und das tun wir nicht, wenn wir einfach die Zivilisten hier umbringen und dann sagen, jo, das waren wir wirklich. Nehmt die Verwundeten und geht! Geht schon! Ich bin der Abgeordnete Track von der Minenkolonie Isen 4. Der Trottel, der sich dem Imperium ergeben hat. Was wollt ihr noch von uns? Ihr habt euch bereits ergeben, aber das reicht noch nicht. Ihr müsst schwören, dass ihr dem Imperium dient. Ihr lebt und sterbt für uns. Jeder einzelne von euch. Nehmt Kontakt mit unserer Flotte auf und schwört es. Ich werde es meinen Leuten sagen. Wenn sie zustimmen und ihr ein Signal schicken könnt, werden wir sehen. Und jene, die sich weigern, kommen ins Gefängnis. Wir tun es, weil es um unser Leben geht. Naja, es ist ein Anfang. Zusätzliches Kanonenfutter können wir immer brauchen. Hat eure Organisation das überhaupt gebilligt, Geheimagent? Mein letzter Befehl lautete, ich solle das System säubern. Diese Kolonisten haben schon genug gelitten. Zollt ihnen Respekt und betrachtet sie als treue Verbündete. Ich verstehe. Ich werde einen Transporter nach Isen 4 entsenden, um sie abzuholen. Möge die Macht uns schützen. Es ist vorbei. Die Leute von Isen 4 werden sich an euch erinnern. Ihr habt an diesen Leuten recht gehandelt. Und jetzt zurück zum Hauptquartier. Ja gut, vielleicht hätte ich aber sie doch fliehen lassen sollen, aber ja, immer schwierig. Man weiß halt im Endeffekt nicht, was die Republik draus macht, ne? Kyrillisch wird mir gerade im Chat geschrieben. Tut mir leid, mein Kyrillisch ist leider etwas eingerostet. Genauso wie mein Russisch. Alles in Ordnung. Ach ja. War aber schnell. Gerade erst beschickt. So, ja. Ja, stillgestanden. Danke, danke. Rühren. So, ab geht's. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich auf Drum und Cast, ne?